Fraktionssprecher der Freiheitlichen Werner Neubauer. Der Bundesregierung, es ist eigentlich schon beschämend, wenn man seit einigen Jahren in diesem Haus ist und jedes Jahr dieselbe unwürdige Diskussion im Vorfeld von Pensionsanpassungen miterleben muss. Jedes Jahr dieselbe würdelose Umgangsform, dieses Mal besonders hervorgehoben durch den Kollegen Loacker. Ich kann mich meiner Vorrednerin nur anschließen, wie respektlos hier mit diesen Menschen umgegangen wird, Herr Kollege, die seit 40 Jahren oder mehr in diesem Land hart gearbeitet haben, um unsere Gegenwart zu finanzieren, die 40 Jahre in den Steuertopf eingezahlt haben, die sich wirklich ihre Pension verdient haben, wie ich meine, die haben einen anderen Umgang hier auch von diesem Haus hier verdient. Meine sehr geehrten Damen und Herren, jedes Jahr werden die Pensionisten zum Spielball der Politik. Jedes Jahr, je nachdem, ob es gerade einmal Wahlen gibt oder nicht Wahlen gibt, gibt man den Pensionisten einmal ein wenig mehr, einmal ein wenig weniger. Dieser Umgang ist würdelos, ich habe es bereits betont, und wir haben schon vor 3 Jahren deshalb einen ganz anderen Zugang hier versucht einzuführen. Leider sind unsere Anträge seit 3 Jahren im Ausschuss, werden vertagt, werden immer wieder vertagt. Und das ist der Grund, warum auch heute in diesem Land nichts mehr weitergeht, weil man eigene Anträge nicht hat und die von der Opposition immer wieder vertagt. Die Pensionisten sollen sich heute freuen. Heute sollen sie sich freuen. Es wird ihnen die Wohltat von 0,8% zuteil. Das sind bei einer Durchschnittspension, die jetzt angehoben wird auf eine Mindestpension von 1.000 Euro, sage und schreibe 8 Euro, über die sie sich mehr freuen dürfen. Das sind in etwa 2 Kilo Brot, die sie sich dadurch mehr leisten können. Und dazu soll jetzt noch ein tadelloser Hunderter hereinflattern, der den Leuten noch einmal die Pension um 8 Euro im Monat auffetten soll. Meine sehr geehrten Damen und Herren, so kann das in Zukunft nicht weitergehen. Die Pensionisten sind keine Almosenempfänger. Die Pensionisten haben es sich verdient, ihre Pension. Sie haben dafür auch einbezahlt. Sie sind jene Menschen, die Kollegin Fekter gestern gesagt hat, die uns den Wohlstand von heute eigentlich erst ermöglicht haben. Und da ist es notwendig, dass wir tatsächlich nicht die zweitbeste Lösung für sie in Anspruch nehmen. Sie haben nicht, wie das im Vorfeld dieser Diskussion behauptet wurde, durch die letzte Steuerreform ohnehin übermäßig profitiert. Nein, sie haben vorher bereits 2 komplette Pakete von Verzicht der Inflation in Anspruch nehmen müssen, wo der Herr Dr. Kohl sich gerühmt hat, dass die Pensionisten dazu beigetragen haben, dass das Defizit in Österreich geringer gehalten wird. Und jetzt müssen sie dafür dankbar sein, dass sie zumindest 0,8% bekommen. Das kann es nicht sein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Pensionspräsidentin des Seniorenrates Kurosek hat seit Monaten 1,3% verlangt, weil der Warenkorb der Pensionisten ein anderer ist als die anderer Personen. Ein Pensionist kauft sich nicht jedes Jahr ein neues Auto oder einen neuen Fernseher. Im Warenkorb des täglichen Lebens und des täglichen Bedarfs sind die Teuerungsraten, meine sehr geehrten Damen und Herren, exorbitant angestiegen. Wir haben bei den Mieten Preiserhöhungen von bis zu 30%. Wir haben bei den Betriebskosten, bei den Energiepreisen und bei den Lebensmitteln erhöhte Preise, die Inflation gar nicht auszugleichen imstande sind. Und deshalb ist es so wichtig, nicht die zweitbeste Lösung anzustreben, sondern die beste. Und die beste Lösung wäre gewesen 1,3% und eine Mindestpension von 1.200 Euro. Wir haben das vor 2 Jahren bereits mit unserem Sozialsprecher Kickl gefordert und wir sind nicht mehr weit davon entfernt. Kollege Kickl hat ja heute schon in anderen Bereichen angesprochen, dass wir uns ohnehin immer näher der freiheitlichen Forderungen annähern. Und deshalb stelle ich folgenden Antrag. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, wird aufgefordert, dem Nationalrat einen Gesetzesentwurf zuzuleiten, der vorsieht, dass eine Pensionserhöhung von 1,3% für alle Pensionisten, das ist auch das, was der ÖVP-Seniorenbund fordert,
für das Jahr 2017 erfolgt. Gleichzeitig sollen auch die logistischen Grundlagen dafür geschaffen werden, dass die 2011 bis 2014 eingezogenen Hürden für den Zugang zum Pflegegeld Stufe 1 und 2 wieder abgeschafft werden. Eine jährliche Valorisierung des Pflegegeldes kommt und eine Mindestpension in der Höhe von 1.200 Euro geschaffen wird. Ich ersuche um Ihre Zustimmung. Berner Neubauer stammt aus Linz und